Bislang hat sich alles auf die Frage fokussiert, ja, sinken die Zinsen und wann sinken die Zinsen? Aber das ist jetzt nicht mehr das ganz, ganz große Thema, sondern das große Thema, das ist die Frage Rezession, nicht nur für die Aktienmärkte, sondern auch für die Wahlchancen von Kamala Harris. Denn eine Partei, eine Regierungspartei, die eine schwache Wirtschaft hat, hat in der Regel dann auch schwache Aktienmärkte und damit kannst du in den USA keine Wahlen gewinnen. Das ist das Erste. Und die Aktienmärkte, die haben ja schon vor Explosion des Carry Trades eben diese Zweifel über die Konjunktur gehabt, als ein sehr schwacher ISM-Gewerbeindex, als die sehr schwachen US-Arbeitsmarktdaten gekommen waren, ging es ja schon sehr stark bergab, bevor dann in der Nacht zum Montag der Carry Trade gewissermaßen in die Luft flog. Also das wird jetzt das Entscheidende, Rezession ja oder nein, und die wirklichen Daten, die sind nicht heute, heute ja ein ruhiger Tag, was die US-Konjunkturdaten betrifft oder Konjunkturdaten allgemein. Jetzt wird in dieser Woche aber vieles, vieles aufgeklärt, wie es um die US-Wirtschaft wirklich steht und damit um die Wahlchancen und damit auch um die Aktienmärkte. Hier sehen wir, selbst wenn die Fed die Zinsen senkt, werden die Aktienmärkte nicht steigen, wenn dann eine Rezession kommt. Sie werden steigen, wenn keine Rezession kommt. Das ist das Muster, das wir an der Börse, an der Wall Street immer wieder sehen. Dementsprechend sowohl für die Aktienmärkte, also für die US-Wahl eben ein sehr wichtiger Punkt, denn bei der US-Wahl sehen wir immer dann, wenn es eine Rezession kam, wenn es eine Rezession gab, hatte der jeweilige Amtsinhaber respektive die Partei des Präsidenten kaum eine Chance, die Wahlen zu gewinnen. Und das gilt derzeit umso mehr, als ja immer mehr Amerikaner auch in die Aktienmärkte investiert sind. Wenn eine Rezession kommt, fallen die Aktienmärkte, weil die Gewinne und Margen der Unternehmen schlechter werden. Dadurch sind die Bewertungen in Frage gestellt. Und wenn die Aktienmärkte fallen, werden die Amerikaner auf dem Papier ärmer, sagen sich, naja, das ist ja irgendwie die Schuld der Demokraten, die ja derzeit regieren. Wenn das gut wäre, was sie machen, dann müssten ja die Wirtschaft wie auch die Aktienmärkte gut stehen. Dementsprechend sehen wir, dass fast immer dieses Muster gilt. Schwache Wirtschaft hat zur Folge, dass es dann einen Regierungswechsel gibt. Und jetzt eben so wichtig diese Frage, kommt diese Rezession ja oder nein? Und wir haben ja so viele wichtige Daten. Wir haben Home Depot heute, wir haben morgen die Erzeugerpreise, am Mittwoch die Inflationsdaten, dann Cisco und Walmart, wie steht es um den US-Konsumenten? Da kommen aber auch viele Unternehmen, die zum Beispiel Kunden im unteren Einkommenssegment haben. Das sind ja die, die offenkundig jetzt Probleme haben. Wir haben dann vor allem am Donnerstag die Retail Sales, die Einzelhandelsumsätze, New York Fed, Philly Fed, Consumer Sentiment, also all diese Dinge, die wirklich wichtig sind. Vor allem die Stimmung der Amerikaner ist wichtig und die ist ja nicht allzu gut, dass trotz einer offiziell sehr wunderbar guten Wirtschaft sagen nämlich 59% der Amerikaner, wir sind in einer Rezession, was natürlich formal überhaupt nicht stimmt, denn wir haben überhaupt keine zwei Quartale, das ist die klassische Definition einer Rezession, von negativen Wirtschaftsergebnissen gesehen, also Rückgang, Schrumpfung der Wirtschaft. Vielmehr sind wir ja gestiegen in den letzten Quartalen. Dennoch sagen die Amerikaner, wir sind in einer Rezession. Warum sagen die das? Weil die vielleicht nicht diese genialen Statistiken haben, wie die US-Behörden, wie die Regierungspartei sie offenkundig zur Verfügung hat. Denn schauen wir uns mal etwa bei den US-Arbeitsmarktdaten die Abwärtsrevisionen an. Also fast in jedem Monat der letzten zwei Jahre wurde die Zahl der gemeldeten neuen Stellen nach unten revidiert. Ohnehin, es sind vor allem Migranten, die die neuen Jobs bekommen haben. Und es ist das wundersame Birth Death Model, das wahrscheinlich mehr als die Hälfte dieser neuen Stellen hinzu erfunden hat. Das sind reine Fantasiezahlen, da gibt es überhaupt keine wissenschaftliche, keine ökonomische Grundlage für dieses Birth-Death-Model, basiert rein auf Schätzungen. Man guckt sich nicht mal die offiziellen Daten an, sondern sagt, naja, so ungefähr könnte es sein. Also das ist schon wirklich offenkundig an der Realität vorbei und das merken die Amerikaner. Deswegen denke ich, dass dieser Push, den Kamala Harris jetzt hat, vielleicht so ein bisschen an der Realität vorbeigeht, der auch von den Medien gemacht wird. Man will jetzt, nachdem man Biden
erfolgreich abgeschossen hat, jetzt eben diese neue Kandidatin unterstützen und zeigen, ja, da ist wirklich Potenzial. Aber wir sehen hier zum Beispiel auch mal die Amerikaner befragt, Jobs plentiful, also gibt es viele Jobs, ja oder nein? Und wir sehen, das geht immer weiter zurück, dass die Leute sagen, ja, es gibt viele Jobs, wir haben jetzt den geringsten Wert seit März 2021, also seit 3,5 Jahren in etwa. Und das zeigt schon, dass die Lage offenkundig am Boden anders ist als bei den Statistiken, die uns präsentiert werden, die zunehmend zweifelhaft sind. Wir sehen auch die Arbeitslosenquote, die deutlich gestiegen ist, die übrigens ja über das Household Survey ermittelt wird und nicht über die offiziellen Regierungsdaten. Also die basieren auf einer Umfrage. Hier sind wir ja bei 4,3. Relativ schneller Anstieg. Die Zinskurve, die negativ invertierte Zinskurve, die jetzt positiv fast schon wieder tendiert, die ist ja ein guter Indikator für eine Rezession. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, das sehen wir auch bei den Kreditkartendaten etwa, Credit Card und Auto Loan Delinquencies, also Leute, die seit mehr als 90 Tagen die Dinge überzogen haben und nicht in der Lage waren, offenkundig das zurückzuzahlen, die sind im zweiten Quartal sehr, sehr deutlich gestiegen. Auch das zeigt, wie die Lage wirklich ist und nicht, wie sie offiziell dargestellt wird. Aber es gibt natürlich ein gewisses Interesse, die Dinge so ein bisschen schön zu reden, so auch von Banken. So sagt etwa der CEO von Bank of America. Also wir haben jetzt überhaupt keine, wir prophezeien keine Rezession mehr, prognostizieren keine Rezession mehr. Okay, wenn man die Daten vorhin gesehen hat, dann finde ich das eine sehr mutige Prognose. Ja, wir haben manchmal widersprüchliche Daten aus der US-Konjunktur, aber überwiegend, das sehen wir ja am City Economic Surprise Index, ist die Konjunktur spätestens seit April, Mai sehr, sehr stark eingetrübt. Wir haben immer oder fast immer deutlich schlechtere Daten als zuvor die Erwartung der Märkte gewesen ist. Und das ist dann so ein bisschen eingepreist worden, eben schon in der vorletzten Woche, als es eben schon deutlich runterging mit den schwachen US-Konjunkturdaten. Wir sehen hier mal diese massiven Bewegungen in der letzten Woche, Montag krass runter, Dienstag dann nach oben, Mittwoch wieder runter. Donnerstag dann der stärkste Anstieg seit 22, nachdem wir am Montag den stärksten Abverkauf seit 22 gesehen haben und dann am Freitag, leicht positiv, sodass die Woche in der Summe sogar fast unverändert war. Deswegen fragt Forbes, ja, was für ein Marktcrash, aber da ist schon etwas passiert, da ist schon durchaus Porzellan zerschlagen worden, gerade bei denjenigen, die in Japan investiert waren. So haben Hedgefonds etwa so viele japanische Aktien verkauft, wie schon seit 5 Jahren nicht mehr, wie Goldman Sachs hier zeigt. Und all das hat Einfluss gehabt auf die Positionierung von Anlegern, die vorher extrem hoch waren, laut Daten der Deutschen Bank. Jetzt sind wir, so mehr oder weniger wieder im historischen Mittel. Also da hat es viele auf dem falschen Fuß erwischt, die mussten eindecken. Viele Hedgefonds und so weiter haben den Dip gekauft, liegen jetzt gut vorne. Die Privatinvestoren haben verkauft, werden jetzt versuchen, noch auf den steigenden Zug aufzuspringen. Hier sehen wir mal das Equity Positioning 3-Week Change. Also von totaler Euphorie ist da doch etwas passiert. Selbst wenn wir jetzt die Vorwoche mehr oder weniger unverändert geschlossen haben. Und da eben auch die Frage, die hier gestellt wird, könnte die US-Wirtschaft das Sugar High von Kamala Harris beenden? Und ja, das denke ich, das wird passieren. Und wir haben vor allem jetzt auch das Thema mit Tim Walz, ihrem designierten Vizepräsidenten, der immer mehr unter Druck kommt. Erstens wegen dieser Affäre, dass er sich aus dem Militär verabschiedet hat, bevor es direkt für sein Bataillon nach Afghanistan ging. Er hat ja vorher gesagt, ja, ich habe ja Kriegswaffen getragen und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen jetzt immer mehr das Thema, auch bei Medien, die den Demokraten geneigt sind, wie CNN oder zugeneigt sind. Und vor allem hat man jetzt das Problem der Demokraten ist, dass man hier bei muslimischen Wählern nicht gut ankommt, wenn man eben jetzt Israel unterstützt und vor allem auch nicht bei den sehr linken Demokraten gut ankommt, wenn man Israel unterstützt. Das ist so ein bisschen eine schwierige Situation, vor allem jetzt für die Demokraten. Trump ist da ja mit den Republikanern sehr eindeutig pro Israel und erstaunlicherweise traut man Kamala Harris laut einer Umfrage mehr zu in Sachen Wirtschaft als
Donald Trump dabei hat. Die Dame ja nicht so wirklich viel Erfahrung mit Wirtschaft als Staatsanwältin. Und vor allem hat sie ja praktisch mitregiert die letzten 4 Jahre. Und dann sagt sie eben Sachen, ja, unser Immigrationssystem ist kaputt. Wir wissen, wie wir das wieder reparieren. Die Demokraten werden ja verantwortlich gemacht für die teilweise unkontrollierte Migration in die USA. Und da stellen sich eben viele Amerikaner die Frage, naja, was hast du denn die letzten 4 Jahre gemacht, wenn du jetzt alles besser weißt? Warum hast du es schlichtweg nicht gemacht? Und diese Frage dürfte, glaube ich, sehr stark in den Vordergrund geraten im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Und ja, seit eigentlich Kamala Harris in den Umfragen führt, war das jetzt nicht korrespondierend mit steigenden Aktienmärkten. Liegt, glaube ich, weniger jetzt wirklich an Kamala Harris oder Donald Trump, sondern an den Umständen eben US-Konjunktur, dann Platzen des Carry Trades. Aber zumindest ist die Wall Street von Trump jetzt nicht abgestoßen, weil der ja die Unternehmenssteuern senken will, weil der so ein paar Dinge machen will, die die Wall Street ganz toll findet, während die Demokraten ja tendenziell immer die Reichen gerne besteuern und auch vor allem die Gewinne an den Aktienmärkten gerne besteuern. Kapitalertragssteuer soll unter den Demokraten ja deutlich angehoben werden. Wie geht es weiter für die Märkte heute? Erstmal so ein bisschen Hurra, wir leben noch. Man geht so ein bisschen nach oben, aber wie gesagt, das Wichtige kommt noch. Das eigentlich Entscheidende kommt noch. Wir sehen, dass normalerweise diese Periode August, September eher schwierig ist, gerade in US-Wahljahren. Ende Oktober geht es dann und in den Oktober rein geht es dann meistens deutlich nach oben. Also bestenfalls seitwärts. Hier sehen wir, dass der S&P von unten kommend jetzt diese Widerstandszone anläuft. Wird er drüber kommen, nachhaltig drüber kommen? Das wird jetzt die entscheidende Frage sein für die Bullen, was die Aktienmärkte betrifft. Aber so wenig Unterstützung kommt durch diese ganze KI-Geschichte. Man erhoffte sich ja unfassbare Produktivitätsgewinne. Die Unternehmen werden wahnsinnig viel Geld verdienen. Bisher ist das nicht der Fall. Und auch diejenigen, die mit KI in den Unternehmen zu tun haben, sagen, nämlich zu 75%, KI hat meine Produktivität vermindert und mir mehr Arbeit aufgehalst. Das ist sozusagen ein ziemlich vernichtendes Verdikt über diese Effizienz, über die Produktionssteigerungen durch KI. Und wenn wir nochmal zur Geopolitik kommen, die Israelis scheinen überzeugt zu sein, dass heute Nacht der Angriff des Iran kommt. Man hat alle Defense Forces angewiesen, High Alert, Urlaubsverbot, alle sind sozusagen in Stellung und der israelische Geheimdienst ist ja bekanntermaßen meistens ziemlich gut informiert. Mal sehen, ob es passiert. Abschließend 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Investoren verkaufen wie seit Corona-Crash nicht mehr. Hier diese Daten der Deutschen Bank, hochinteressant, gerne weiterempfehlen über diese Social-Media-Button. Erste Empfehlung und die zweite und letzte, die Ruhe vor dem großen Sturm. Die große Datenwoche beginnt ab morgen. Das wird sehr wichtig. Also diese beiden Empfehlungen, jetzt sage ich Servus, ciao.